Guten Mittagskinder, willkommen zu unserer Mathe-Zaubershow mit dem Zauberer Philipp. Und mit der Zauberin Frauke. Obwohl, kann er ehrlich gesagt, Heinz ist böse und ein Hex auch, ne? Oh, Philipp, dafür zauber nicht dir für allererst dein Haar erwischt. Nee, wann kriegt Frauke nicht? Ich war noch gestern bei der Koffer. Pass auf. Abracadabra, simsalabim! Oh, Frauke, nee. Was, Hanno, komm, zaubern wir sie darum zurück, wenn ich gibt, Herr Nutter. Da denke ich noch kein drüber no. Okay. Ja, willkommen zu unserer Zaubershow. Wir fangen an mit dem ersten Zaubertrick. Mhm, was ist der Mordbrüch? 5 Karten mit Zahlen drauf. Ja. Mit Zahlen von 1 bis 30. Mhm. Wir haben seit mit den Zahlen ob auch als ob showdoheim.lu geladen. Vielleicht hat er sie schon ausgeprintet und ausgeschnitten. War nett, ist nicht schlimm. Das könnt ihr auch nur noch ein Kerl machen und Video noch ein Kerl gucken und auch pausieren und den Zaubertrick dann noch ein Kerl notzaubern. Okay, Philipp. Ja. Ob den Karten sind Zahlen von 1 bis 30. Mhm. Und du darfst dir ein Zahl raussichen, mir nicht mir Sohn. Okay, natürlich ist sicher mal raus. Soll ich sie kann aber weisen? Die kann dann weisen, okay. Nee, ich drehe mich rum und ich gesehen gut nicht. Okay, Maja kann er. Ich will nur, guck mal alle guten. Hi, die heiten 12 Hutter gesehen. So, Zauberin Frauke, schön ein 12 rausgesicht. Okay, Annelo, gibst du mir all die Karten, wo das 12 drauf ist? Okay. Und der Tisch, die Annaline ist fesch. Genau. Mhm. Also, den nicht. Den nicht. Ach komm, ich verdrehe sie noch ein bisschen, weil sonst fudelst du bestimmt, Frauke. Ich kenne dich. Okay, und da brauche ich meinen Zauberstab. Ja, du findest nie raus. Oh, Magie. Abracadabra, simsalabim. Du hast dir zur 7 herausgesicht. 7? Nee, wei. Ja, doch. Bist du das herausgefunden? Zauberei. Sollen wir noch ein Kerl probieren? Ja, nee. Also, ich habe den Trick nicht verstanden. Ja, vielleicht verstehst du beim zweiten Mal. Ich drehe mich rum. Okay. So, Kana, guck mal. Und da ist es angemerkt? So. Ich zähle nur. Anna. Okay. Okay. Warte, ein Kerl. Philipp, dreh dich mal rum. Okay. Fang an die Ohren an, so. Du okay. Sagst nicht, du hörst nicht. So. Okay, Kanna, lausch dort mal noch. Das ist gut kein Zaubertrick. Ich brauche auch gut kein Zauberstab am Fang. Weil das ist just Mathe. Und ich weiß nicht, ich wie das geht mit dem Zaubertrick. Die braucht just die erste Zahl von all Kart an der Jahren. Die Doten an die Doten. Das heißt, wir rechnen einfach die 4 plus die 16 plus die 8 plus die 2. Und weil wir geschickt rechnen, rechnen wir 4 plus 16 als gleich 20. 8 plus 2 ist 10, also 20 plus 10 ist 30. Schon nicht sehr gerechnet, wie ich gespart habe. Okay, er lobt mal die weg. Philipp? Oh, ich war schon ein bisschen angeschlafen, wie sie so nominiert sind. Ja, also. Okay. Du hast bestimmt das Rass. Ich zauber eine Lob. Nee. Abracadabra, simsalabim. Und Kanna, so ganz laut, wie ist die Zahl? 30! 30? Ja! Ja! Wie willst du das daraus von Frauke? Ein Zauberer verrät am Fang nie seinen Zaubertricker, Philipp. Okay. Mir vielleicht geht der Buchkanner, die dir eine Mail machen und die dir erklären, wie es geht. Ah, okay. Die könnt auf challenge@script.lu eine Mail dem Philipp schreiben und dem Philipp weisen, wie den Zaubertrick geht. Okay. Man kann auch, wann schiebt, check mal die Mail ran, weil. Ah, nee, das kann nicht sein, dass ich den Trick doch nicht kenne. Wie weißt du was, Frauke? Ja. Ha.
Es ist auch der Zauberer Philipp. Und es ist ein Nuppeltrickerplärer. Und es stehlen sie nicht nur mit dir, sondern auch mit den Kranner. Okay. So, werde ich mal sehen, mein Zauberhut. Und für den nächsten Trick, Bräder, einfach normal Kärtenspiel. Schon mal heiß, ein bisschen wie schön draus gesicht, mir all Kärtenspiel geht. Und das ist auch egal, ob du ein paar Kärte drauf fehlen, das ist nicht schlimm. So. Und Frauke, willst du kontrollieren, ob die Karten an der Reihe sind? Ich nicht natürlich. Oder? Okay. Merci. So, ein Trick geht los so. Ich weiß nicht, ein Kerl. Schon einfach die ersten 7 Karten von meinem Stapel allein sie dahin. So, dann trenne ich mein Stapel an der Mitte. Und lege mal tauschen auf die Seite. So, halb Zeit. Okay, Frauke. Hallo, siehst du dir ein Karte raus? Okay. Okay. Und ich drehe mich um, guck sie, und weißt du, der kann ich drehe mich um, für das ich eben nicht kann gesehen, was ein Karte das. Okay. 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 So, du hast den Kerl auf seinen Platz zurückgelöscht. Ja. Ja? Was ist sicher, dass du genau dieselbe Platz zurückgelöscht hast? Sag dir so, was für ein Platz war? Ja, ja. Die okay. Mhm. So, okay. Annelo, lehne ich Kerl rum zurück, aber so ein bisschen Fassade auf meinen Stapel. So. Ganz proper, übernehmen. Okay, sind wir bald durch. Und die letzte Karte. Und dann lehne ich die eine Halsche vom Stapel einfach drauf. Annelo hätte ich gerne können, dass er mit mir zaubert. Das heißt, die Zettel mit mir macht an 1, 2, 2 an 3. Drei. Tatsächlich. Frauke, außer Zeit in den Kart gegeben. Ja, das war mein Kart. Super. Das war Zufall, Philipp. Nee, das war kein Zufall. Das heißt aus Zauberei. Das glaube ich nicht. Komm, ich mache den Trick nach ein Kehr. Ja? Und okay. Dann lesen die schon aber für dich an Kanner daheim ab. Das heißt, ihr könnt den Trick direkt mitmachen. Holt der Karten, ja, die da dann daheim hat. Und dann könnt ihr auch das Video pausen. Für dann die Karte richtig zu holen. So, nehmen wir im Lass, können noch die Karte stecken. Und dann nehmen wir 7 Karte raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, Frauke, okay. Siehst du ein Karte raus? Ich lache mal die. Weil ich gucke sie mal nicht. Okay. Lest du darin zurück? Ja. Okay. So. Connor. Die Doten. Das sind die Doten. Ja. Hallo. Hat schon gesagt, wir machen den Park hier ab. Allein mit Karten zurück. Hallo könnt den eigentlichen Trick, das nicht ähnlich wie Mathe auf Physik. Ich muss gucken. Also, ich bin am ganzen 7 Karten, ne, Frauke? Ja. Zoll 7 ist eng gerührt oder eng ungerührt Zoll? Das gesagt ja schon, eine ungerührte Zahl. Mhm. Für was dann? Also ungerührt. Weil die kannst du nicht genau auf 2 verteilen. Das ist immer eine, die übrig bleibt. Genau. Und die Karte, die an der Mitte ist, die muss auch an der Mitte vom Stapel. Das heißt, dass die heute Karte muss meine 4 Karte in die ich zurücklehne. Das heißt, ich kann hier aufhängen, 1, 2, 3, 4. Ich kann aber auch so aufhängen, 1, 2, 3, 4. Das ist immer los. Ich fange hier an, ich lege meine Karten zurück. 1, 2, 3. Und immer gucken, dass Karten so ein bisschen versät sind. Ne? So ein dicker Fangerbrett. Ballseit. Und hier könnte die Frau seine Karte, die feiert. Die muss schön proper an der Mitte sein. Dann machen wir 4 Runden. Voilà. Und dann machen wir den Park zu, wie ein Sandwich. Ich lege die eine halbe Strupp. Seht ihr, schön proper. Und das ist auch wichtig, dass er das proper macht.
Und dann zähl mal ein bis drei. So, du könnt auch einen Zauberspruch so, so abracadabra, simsalabim. Und dann klappt mal bis drei. Und zwei. Und drei. Drei, das war mein Kart. Genau. Also, die seht, dass immer die Kart an der Mitte, das ist ein bisschen Mathe, das ist ein bisschen Physik, das ist Durchtreibung, weil die Kart an der Mitte ist, als die Treibung am kleinsten. Und dafür könnt Kart bei der dritten Kehr rausgeschossen. Und das könnt ihr auch ausprobieren mit 5 Karten, mit 9 Karten, mit 11 Karten. Schluss, dass ihr eben, wenn ihr 5 Karten hält, schluss 2-mal klappen müsst. Und dann eben 9 hält, 4-mal klappen müsst. Und so weiter. Okay? So, Frauke. Genial. Kann ich dir auch einen Zaubertrick mit Karte weisen? Und weh, du kennst du auch Kartentricker? Einen kenne ich. Und den weisen ich dir. Kanna, die braucht dafür 15 Karten. Das ist egal, was für Karten, es müssen 15 sein. Ich zähle sie einfach auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich will auch ein paar Bilder holen. Hast du auch ein paar Bilder? Ja, ja. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, der Rest so, kann ich jetzt rechnen. Okay, dann muss ich sie mischen. Und du, Philipp, darfst dir nur ein Karte rausziehen. Mhm. Ich drehe mich wieder um. Ich will sie gut nicht gesehen, weil ich fand das doch nur sowieso raus. Nee. Doch. Okay, so Kanna, guck da mal. Ich sehe die heute Karte raus. Okay, hat er gut gesehen? So. Ich verrate dem Frauke noch gar nicht. Frauke, ja. Kannst du schon umdrehen? Okay. So, okay. Willst du den Stapel noch ein Kerl mischen? Ja. Dann machen wir das. So, nicht, dass er gefuddelt wird. So, wann ich klifft, Frauke? Okay. Und hallo, muss ich die Karten auf drei Stapeln verteilen. Stapel, Zweitstapel, Drittstapel. So. Mhm. Okay, 14 auf 15. Ja. So machen wir sie schon riecht. Mhm. Und du, Philipp, musst mir so an welchem Stapel hast du denn Karte? Am ersten Stapel, am zweiten Stapel oder am dritten Stapel? Also, Kanna, was für ein Stapel war das schon mal? Ah, ja, den ersten Stapel. Da? Mhm. Okay, dann machen wir sie zusammen, die Stapeln. Okay, sind ganz gespannt. Annelo? Machen wir das noch ein Keier. Ein Stapel, zwei Stapel, drei Stapel. Okay, nee, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Okay. Mhm. An welchem Stapel hast du den Kart? Am ersten Stapel, am zweiten oder am dritten? Am dritten, das Keier, Frau. An dem? Mhm. Okay. Wir machen es wieder zu Summen. Und das Ganze machen wir noch ein Keier. Okay, dreimal. Echten Stapel, zweiten Stapel, dritten Stapel. Okay, auf 15. So, das Keier ist ein zweiter Stapel. Hi. Genau. Okay. So. Ich bin wirklich gespannt, ob du wirklich rauskommst, was dein Kerl wäre. So. Ach, muss einfach noch gezaubert gehen. Natürlich. Mhm. Abracadabra, simsalabim. Pass auf. Pass auf, hallo. Wie du findest du raus, was dein Kerl wäre? Ja, die Karten, die schwätzen mit mir. Pass auf. Oh, ja. Die Toten ist es. Ja, richtig. Frauke, du kannst wirklich zaubern. Ja. Mhm. Oder hast du einen Trick durchhandelt? Natürlich, also Trick durchhandelt. Wird dir noch etwas mit Mathe zu tun? Natürlich. Oh, cool.
Soll ich dir nachher, soll ich dir weisen? Ja, okay. Erzähl es mir dann noch. Na klar, ich kann dann auch. Also, wir haben halt die 15 Karten. Ja. Und du siehst so länger raus. Mhm. So, ich sehe mal, Lu, die Heiten raus. Die Karo 10, okay. Okay. So, Kanna, wie gesagt, die könnt ihr daheim das Video pausen, also selber die Karten hinlehnen. Und dann nur sobald das Karten hat und ein Rausgesicht tut, den Trick weitermachen. Also Play drücken, für weiter zu gucken und weitermachen. Gut, dann mischen wir die Karo 10 einfach an den Stapel dran, mischen sie. Mhm. Und dann holt den Zaubertrick auch etwas mit der Mitte zu denen. Okay. Wir müssen alone nämlich die Karten so verdelen, dass die Karo 10 am Schluss genau an die Mitte vom Stapel könnt. Und das machen wir, indem wir sie auf die drei Stapel verdelen. Okay, so. Sind ich wirklich gespannt. So. Mhm. Ah, du hast ein Kärt hier. So, schön. Proper Mann. Okay, also als Kärt ist hier nur ein dritter Stapel. Genau. Und das hi. Also der zweite Platz von innen geguckt. Genau, aber das ist am Anfang auch egal. Wir müssen nur gucken, wenn die Stapel zusammen mischt, dass der Stapel mit der Karte an der Mitte ist. Das heißt, ein Stapel ist unten, dann den Stapel mit der Karte und drüber den anderen Stapel. Das heißt, du musst ein Sandwich an du, wo die Karte dran ist, also an der Mitte. Genau. Das wird dann der Case. Nein, der Fleisch. Okay. Okay, dann machen wir das noch ein Käse. Ja. Nee. Ah. Das ist witzig, so. Weil guck, es kehrt das Luna immer am dritten Stapel, mehr losse, mehr und mitgewandert. Sie war auf der zweiten Platz losse, genau an der Mitte von dem Stapel. Genau. Hm. Okay. So, der Tisch muss nur gucken, dass den dritten Korb und mitkennt. Genau, ein Stapel und drunter, dann die Kartrop und noch ein Kehr. Okay. Dann haben wir schon zweimal das Verdelen gemacht, dann kommt noch ein dritter Käse. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ja, die Prozedur kennt ihr ja schon. Ja. So. Ah, tja, das Kärt. Ein zweiter Stapel. Und so, oh, komm, wir machen sie schön gerade. Riecht. So. Okay, der Tisch aus Kärt hier high am zweiten Stapel. Genau. Und dann machen wir genau rum, zeige ich euch ein Sandwich. Ein Stapel unten, in der Mitte und in oben drüber. Okay. Und dadurch, dass mir immer die Karten gedehlt und an drei und hat immer mitgemacht und als Eiskatalog genäht an der Mitte von den 15 Karten. Wir haben 15 gedehlt durch zwei. Das geht doch in meinem Ungerührt zu. Das geht nicht. Aber wo ist denn mit bei der 15, Philipp? Ah ja, warte. 2 mal 7 ist 14, 2 mal 8. Ah, ja, das ist die Karte Nummer 8. Genau, die 8 Karte als 1 Zoll. Okay. Pass auf, wir gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du siehst ja aber gespannt. Nur kannst du auch ein bisschen zidern. Okay, bis du schon muss hin. Oh! Und dann das hier. 1 Karte. Cool. Also, kann er, wenn es dich zu sehr geht, du wirst pausen, könnt ihr zurückspulen, bis du am Nu gucken. Und bei den Zaubertrickern geht es ja immer um die Übung, ne Frau, gell? Oh, oh, oh. Wir haben noch viel geübt, du Heben. Oh ja. So, naja, cool, Frau, mein erstes Navalo, noch ein Trick. Okay, ich bin gespannt. Und das gehen wir zu holen, aber, also, die könntest du ein Blatt holen, und ein Big, für dann ein bisschen matt abzuschreiben. Also, ich kann auch mein Blatt und mein Big sichern. So. Fängt ihr mal einfach so an, brauchen wir just eine Note. Also, Kanna. Aber Frau, ich werde auch nur das Käse Gedanken lesen. Das willst du wirklich nicht, mein Gedanken lesen. Sie sagt, was du meinst, Frau. So, also, ich hätte gerne, dass du und ihr Kanna du ihm auch alle gut. Ich ein Zoll zwischen 0 und 10 raussicht. Okay, ist schon eng. Ja? Ja. Das siehst du hier auch? Ja? Ja? Du warst auch bereit? Okay.
So, Annelo, rechnest du bei der Zahl, die du ausgedrückt hast, plus 5 dabei. Okay. Und ich? Okay. Was hast du ausgerechnet? Ja. Die auch daheim? Ja. Ja. Ja, die könnt ihr durch mein Blatt machen. Hallo, Mada minus 2. Ja. Okay. Und ich? Was ist das? Okay, okay, okay. Hallo, Mada plus 7 dabei. Ja, und ich? Okay. Und hallo, Mada minus die Zahl, die der ich ausgedrückt hat. Okay, ich gebe euch ein bisschen Zeit und ich schreibe in der Zeit das Resultat heute ab. Nee, du willst doch nicht, weil ich mir. So, Frauke. Also, willst du alles genau gerechnet? Ja. Hm, ja? Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Oh, ich hoffe nur für dich. So, Frauke, da kannst du nur Kärtchen abdecken und gucken, ob das Ding zulässt. Nee, tatsächlich. Zing! So, Kanna, tut auch alle guten Zing. Ist schon auch Zing ausgerechnet. Ha! Gesagt, das ist Zauberei, Philipp, wie möchtest du das? Nee, das ist eben keine Zauberei, das ist Rim Mathe. Weise mir. Ich weiß nicht, ob auf dem Blatt. Hm? Genau zeige wie dir daheim gemacht. Also, die hat dich ein. Zul ausgedrückt. Und die Zul ist aber nur geheim. Geheim, aber auch nicht so wichtig. Du findest man ein so ein Fragezeichen. Das ist egal, was fängt 12 von 0 bis 10. Dann habe ich wie viel plus. Wie viel gemacht, Frauke, am Anfang? 5. 5, genau. Schön am Anfang. Plus 5 gerechnet. Der Tisch, sagen wir mal, die hatte ich 2 ausgedrückt. Ich hatte die 2. Hast du 2? Ja. Ich kann wirklich Gedanken lesen. 2 plus 5 gleich 7. 7. Okay. Und schon gesagt, dann machen wir minus 2. Also, 7 minus 2 gleich 5. Okay. Das sollte ich plus 7. Das war schon mehr schwer. 5 plus 7. 12. Genau, das ist 12. Und das würde ich minus die Zahl, die da ich ausgedrückt habe. Guck mal, wenn ich am Anfang eine Zahl habe und sie die Note darum wegrechnen, dann fällt der ja ganz weg. Und dann habe ich mir als Zauberer, in dem Fall, schon gemerkt, was habe ich dem Frauke für Zahlen dabei gehen an weggerechnet. Das heißt, wenn ich zurück auf mein Blatt komme, 5 minus 2 gleich 3 plus 7 gleich 10. Und das ist eben 12, die da alle guten daheim rauskriegt und du Frauke auch. Cool. Voilà. Das ist ja flott. Das ist ganz egal, ob ich ein 2 holen oder ein 3 oder 4, ist ganz egal, weil genau. Die fällt dann weg. Und du kannst auch damit mit ganz anderen Zahlen führen, natürlich. Also die kann man aus dem Zirkel 4. Die können dich halt zum Beispiel plus 500, minus 200, plus 700. Hm? Und da kommt da ab 1000. Also du musst eben einfach ihr schmirken, okay, was so nicht meinem Kollege oder meiner Mama, meinem Pop, wo ich den Trick weisen, was fängt zuhören, so nicht dabei und zählen auf. Und dann nicht vergessen, ganz zum Schluss die Zahl erwäscht zu rechnen. Und schon hat er gezaubert. Mega. Voilà, ganz einfach, ne, Frauke? Cool, ja. Mathe ist gar nicht so schwer. Nee, Mathe ist wirklich nicht schwer. Aber kann auch Spaß machen. Und impressionieren. Das möchte ich. Okay, lo haben wir aber genug gerechnet. Lo machen wir noch einen Zaubertrick mit Zahnstocherin. Zahnstocherin? Ja, die gehen schon los. Siechen. Okay, ich raume hier ein bisschen. So, tack. Und für den Zaubertrick braucht ihr 9 Zahnstocherin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mhm. Sind ich ganz gespannt, Frauke. An ich lehne Zahnstocherin als Dreiecke.
ein Dreieck. Okay, du hast dann der Tisch kriegst nur drei Dreiecke, du mal gemerkt. Zwei Dreieck. Aha. So. Tja. Ein dritt Dreieck. Okay. Was soll der Titel lo? Für einen Zaubertrick, die Frauke? Die Zauberei könnte lo, Philipp. Ah, okay. Und zwar, ich kann drei von den Zahnstochern so verrückeln, dass du nur fünf Dreiecke rauskriegen. Fünf Dreiecke? Ja. Weil wir haben da nur drei, schreckeln drei Zahnstocher. Und das ist schon einmal fünf. Aus drei mach fünf. Okay. Darf ich probieren? Du darfst probieren. Okay. Und kann dir daheim auch, weil der Zahnstocher nicht so schön proper dahin, können doch pausen, wenn da keine Zeit tut oder keine Zeit hat, bis du. Und dann probieren wir mal. Mal gucken. Also, du siehst, drei Stück darf ich da regeln. Also, okay. Ein. Zwei. Oh, ich meine, schon treib's. Guck mal. Ja! Philipp! Wie? Ziel mal. Ein. Ja. Zwei. Drei. Vier. Ah, nee, du sollst fünf, ne? Da fehlt noch ein. Okay. Probier noch ein Kehr, ja. Boah, okay, ich probiere noch ein Kehr. Und. Ach, weißt du was? Ich weiß es nicht, Frauke. Komm, ich weiß nicht dir, wie es geht. Okay, sind schon mal ganz gespannt, hey. Schulen einfach die drei fort und lehnen die einfach oben drauf. Ja, meine Frauke, das ist die vierte und die Gag mit mir gemeint. Das ist genau dasselbe. Ein Dreieck, zwei, drei, auf vier. Sind ja noch immer kein fünf. Philipp, guck mal, genau. Die Feier hast du richtig benannt. Mir guck mal, hi. Boah. Ah, das. Ah, die großen Dreieck. Genau, wir haben ein, zwei, drei Feier klang an ein groß Dreieck außen drum. Cool. Das ist ein richtig coolen Trick, Frauke. Das ist cool, ne? Impressionant. Ja. Naja, naja. Wir wissen was. Wir schon auch noch in der Plara mit Zahnstocher. Nee. Oh, doch. Okay. So. Dann probierst du mal. Also, wir brauchen ein bisschen mehr Zahnstocher. Also, stehen dafür dich mal an der Mitte ein Quadrat. Klein Quadrat. Also, Feier für ein Quadrat. Voilà. Und dann machen wir ein großes Quadrat rundherum. Ich brauche am Ganzen 16. Ich probiere das so proper wie möglich heute zu lehnen. So. Ja, wie gesagt, kann er dir daheim, die könnt auch das Video pausen, für dann Zahnstocher auch so proper dahin zu gehen. Okay? Voilà, Frauke. Annelo, könnt den Trick. Du darfst vier Zahnstocher regeln, für daraus drei Quadraten zu machen. Drei? Drei Quadrate. Oh, oh, oh. Am Anfang. Wir strahlen ja schon hier die vier in der Mitte und vier Wäsche zu machen. Hm. Also die kann doch daheim probieren, ne? Also. Lohn ich aber nehmen zwei. Aha. Hm. Raus bringt auch nichts. Nee. Nee. Hm. Ich weiß nicht, Philipp. Nicht? Soll ich doch advisen? Ja. Okay, Maja. Also, wir können, es gibt so gut zwei Erderweisen zu machen. Ich weiß nicht, wie die eng. Schulen, du hast schon richtig angefangen. Ich meine, die Klängen dann mit Futti und setzen den da an. Und die anderen zwei setzen nicht da an den Neck. Und dann holen wir schon B-Mol. Zwei. Und zwei. Ha, Frauke. Das ist genau das gleiche wie bei dir. Guck mal genau. Ganz rundherum, was ist das für eine Form? Ah, ist auch ein großes Quadrat. Stimmt. Genau. Stimmt. Ne? Was du kannst, kannst du schon lang. Mit du hast gerade gesagt, es gibt doch eine zweite Möglichkeit. Ja, so. Ich lehne drin, Hannes, zweit wer? Voilà. Und dann,
Willst du dann nicht probieren? Für die zweite Möglichkeit. Ich hab grad bald eine Idee. Pass mal auf, wie ich das gerade so hat. Hi, war ich am Überlegen. Ne? Wenn ich das. Das hatte ich am Anfang. Ne? Ja, wusste ja, ich nicht, ja, ja. Wenn ich den da hin. Nee, haben wir denn auch drei? Ja, genau. Eins, zwei, drei. Und wir haben sogar noch ein Rechteck und Plus. Mhm, mit das wäre aber nur nicht aufgegangen. Ich kann immer noch ein mehr wie du. So, und mein zweite Alternativ. Wer die heute, das ist mir brechen die große Quadrat, oder? Ah, okay. Hier draußen, ein dem Eck. Und dann den anderen Eck. Probieren wir das so proper wie möglich zu lehnen. Das sieht schön aus. Gucken, ich gesehen sogar, das klingt. Mhm. Und dann so mittelgroß Quadrate. Genau. Und noch ein. Schön. Cool. Ja. Gefällt denn dir? Ja. Das probiere ich direkt. Nur der Sänger noch ein paar aus. Okay. Gucke ich mit Video an, pausieren und dann probieren ich es doch aus. Super. Sollen wir dann noch einen laschen Zaubertrick machen? Ja, Philipp. Schon ganz schlecht gewesen, weil ich am Anfang den Haar wäsch gezaubert habe. Willst du zurück holen, den Haar? Ich zaubere also, dir wirklich gern zurück. Also, eigentlich wäre ich am Anfang ein bisschen Rosen auf der Schrauke. Oh. Nee, ich meine, du siehst ziemlich gut aus, ne, Kanner? Also, ich meine, am neuen Sonder durch ist das bestimmt praktisch. Komm, dann bleibe so. Ich halte meinen Glatz. Und ganz ehrlich, Philipp, du gefällst mir auch so viel besser wie mit dem langen Haar hier drin. Okay. Ma, super, das merke ich nicht mehr. Okay. Maja, Kanna, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, diese sechs Tricks mal da ist zu lernen. Also, den ersten Trick, du weißt ich noch immer nicht, die Ablesung. Ich hoffe, ich kriege ein paar Mail ran, wo dir mal erklärt, was Frauke du gemacht hast, weil das unmöglich. Das muss auch bestimmt irgendwas mit Mathe zu dienen. Okay? So, den Zauberer Philipp an. Text Frauke. So nicht viel muss, merci. Wir sind Adi, viel Spaß. Bleib gesund. Und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, Adi. Adi.